Tja, liebe Freunde, warum dieses Polizeiauto innen so aussieht und, Moment, außen so, das erfahrt ihr in dieser Folge bei Altes Live. Auf geht's, bis gleich. So, liebe Freunde, da ist es schon, die zweite Aufnahme von Altes Live im, ja, im Auftrag der Polizei, und der Dr. Domba ist immer noch an Bord. Bitte sitzen bleiben, wir haben Schüsse gehört, ja. Nicht, dass dir was passiert. Okay, wir sind mitten im Einsatz, wir bleiben natürlich sitzen, und jetzt geht die Action auch schon los. Wir waren eben auf dem HQ, wurden da beschossen, und jetzt werden wir die Verfolgung aufnehmen. Und er hat seine besten Leute am Start. Ich bin gespannt. Ja, die Leute wissen, was sie tun. Okay. Auf jeden Fall. Also da vertraue ich denen voll und ganz. Da braucht auch kein Polizeichef mehr oder keine Einsatzleitung sagen, was sie machen sollen. Das wissen die einfach. Okay. Dann hoffen wir mal, dass wir die Verbrecher zu fassen bekommen. Ich meine, einfach Polizei schießen ist schon ein ziemlich heavy Vergehen, ne? Ja, leider wissen wir nicht, wer auf uns geschossen hat. Was auch sehr genial ist, ist bei den Autos immer diese Rückfahrscheinwerfer und die Rückfahrkameras und auch die Kameras nach vorne und so, alles funktioniert. Ja, ich muss den Kollegen natürlich erstmal sagen, dass sie einfach nicht schießen sollen, ne? Ja, ja, klar, kein Thema. Die haben natürlich einen nervösen Finger. Ne? Leute, wir haben die Presse bei uns, ja? Beruhigt euch. So, Straße hinunterfahren und den anhalten, den ihr seht. Auf geht's. Wie immer. Wir okay. Müssen präsent sein. Für Recht und Ordnung sorgen. Genau. Ja, nee, das ist der weiß manchmal nicht, was er redet. Ja, aber das ist nicht schlimm. Ich meine, dass eine ganze Menge Humor mitspielt. Wie gesagt, das ist immer noch ein Vergnügen. Das ist schon okay. Wenn du dich aber im Einsatz auf die verlassen kannst, ist es doch absolut gut. Ja, wie gesagt, im Ernstfall, ja, da kann man sich auf die Leute verlassen, wie ich eben schon gesagt habe. Die wissen genau, was sie zu tun haben. Ja, denen muss man keine Anweisung geben. Die wissen, wo sie hin müssen. Die wissen, wo sie sich positionieren müssen. Alles schon in Ordnung. Genau. Und ich würde sagen, wir schalten uns gleich wieder rein, wenn es die große Action gibt. Oder auch nicht. Wir werden sehen. Ja. Bis gleich. Okay, da schneide ich mich mal rein. Wir sind mitten in der Verfolgungsjagd. Wir verfolgen diesen Hunter da hinten, der da irgendwie gerade Katz und Maus mit uns spielt. Und der Kollege hier ist gut am Mithalten. Schauen wir mal, wie die ganze Sache weitergeht. Und mit Heli sind wir auch noch vor Ort. Von daher müssen wir echt mal schauen, was jetzt hier passiert. Der fährt wohl ins Rebellenlager. Ja, so sieht's aus. Aber Polizei bleibt hinten dran. Schauen wir mal, wie das ausgeht. Oh, jetzt kommt er auf Rammkurs, aber nee, biegt ab. Verfolgungsjagd noch im vollen Gange. Holla.
Der Heli weist quasi den Weg. Und wir versuchen hinten dran zu bleiben. Querfeld ein. Der hat im Gelände ziemlich gute Karten. So. Ja, wir machen gerade Verfolgungsjagd hier. Ja, ich merke das schon. Ich kriege hier immer wieder komische Sachen rein. Er hat mich in seiner Gewalt. Wer hat dich in seiner Gewalt? Barack Osama. Okay. Jetzt wird geschossen. Ich weiß von nichts. Okay, wir gehen mal schnell hinter das Auto. Herr Pressetyp hat er mich genannt. Lol. Herr Pressetyp. Oh, der rennt da jetzt irgendwie im Alleingang. A la Rambo. Warte, ich frag mal, was Sache ist. Mach mal. User left your channel. Wir schleichen uns mal hinterher. Keine Ahnung, was er jetzt vorhat. User joined your channel. Okay, er ist bei ihm dran. So, Herr Sonki, Sie bleiben bitte im Auto, ja, bis alles geklärt ist. Zu Ihrer eigenen Sicherheit. Okay, ich lieg gerade schon im weit weg vom Auto. Ich habe das aber im Blick. Ich lieg aber. Wenn's okay ist. Bist du nicht bei mir im Auto? Nö. Okay. Dein Kollege hat gesagt, ich soll mich aus dem Auto entfernen, zur eigenen Sicherheit hinter das Auto. Aber wir haben das jetzt gut im Blick. Ja, ja, da passiert ja nichts. Ich glaube, die haben den doch schon, oder? Also ich würde sagen... Jo. Ja. Wir sind hier, was zu essen und zu trinken für mich. Ich bin kurz vor Verhungern und Verdursten. Barack Osama. Oh je, Terrorist. Oh ja. Oh mein Gott, jetzt hat er auch noch einen von der Presse dabei. Wo soll das denn hinführen? Ah, bitte keine Fotos von mir, ja? Ich bin nicht damit einverstanden, aufgenommen zu werden. Tja, das hätte man sich überlegen müssen, bevor man sich auf öffentlichen Raum begibt. Mann, Mann, Mann. Und ich dachte, Sie wollen was für die Anfänger machen. Und jetzt fehlen Sie mich. Osama, bitte. Wir reden. Was ist vorgefallen mit Herrn Auer? Sie reden? Sie können reden? Wie bitte? Oh, hallo? Was ist vorgefallen? Ja, Sie haben ihn als Geisel genommen. Nee. Jetzt wird's interessant. Ich hab nicht gesehen, ja, mal gucken. Er hat mich als Geisel genommen. Sondern ich bin eine Marionette. Ich weiß es nicht von wem. Die Marionette. Ich glaube, der Kollege ist stoned, ey. Auf jeden Fall hört er sich so an, ey. Ach so, die Marionette, die kann... Haben Sie das aufgenommen, Herr Game Jay? Bin unter Drohung ein. Haben Sie gesehen, was er mir angedroht hat? Was? Er wollte mich exekutieren. Hat ihm bloß meinen Lauf gezeigt. Hä? Das ist Beamtenwillkür. Wo kommen wir denn da hin? Ich glaube, die zwei Herren, die wollen, weil sie unsere kostbare Zeit ein bisschen genutzt haben, ins Gefängnis gehen. Und der liebe Herr Irrer möchte sein Fahrzeug einbüßen. Aus welchem Grund wollen wir denn geflohen haben? Habe ich das Gefühl? Nein. Bitte? Sind ja geflohen damit. Aber die hat Waffe eingesetzt. Also, wir reden, okay? Außer wie... So, jetzt will ich wissen, was hier passiert ist. Wir reden. Was hat sich... Alter, wer ist denn jetzt der Heli da hinten? Kollege. Mann, und so soll man sich vernünftig unterhalten, so. So, jetzt erzählen Sie mir, was hier passiert ist, Herr Barack Osama. Herr Hörer, sind ruhig. Eine Menge, ich weiß es nicht. Ich stehe unter Einfluss eines mächtigen Mannes. Ja, ich weiß nicht, wer ich bin. Sie dann aus dem Gefängnis raussteuern, wenn Sie möchten. Ich glaube, Herr Barack Osama. Ich glaube, er muss in die Ausrichterung.
Er muss in die Ausrichtung. Herr Sonki, kommen Sie bitte zu mir zum Polizeifahrzeug. Sie können ja noch nicht mehr richtig reden. Kommen Sie links neben mir bitte. Trinken Sie etwa in die... Und hinhocken. Zu Ihrer Sicherheit. Alles klar. Danke. So, Herr Eurer, erzählen Sie mir mal, was der Mann in Ihrem Auto tut. Den habe ich mitgenommen. Den habe ich hinten im Ganggebiet gefunden. Er hat uns geschrieben, dass verwahrlos und verwirrt. Zu verschiedenen Sachen gezwungen haben und sowas. Nein, Sie sehen doch selber, dass der Mann verwirrt ist. Der Mann ist ja wohl auf Drogen, mehr nicht. Ja, das ist ein Aussetzungsfall auf jeden Fall, ne? Außer er kann normal reden gleich. Mal gucken, wie er drauf ist. Also ich war ja auch kooperativ. Kooperativ? Nee, ja. Waren Sie nicht. Ja, wir haben doch angehalten. Ja, und ich ergeben. Nee, der Irre hat mich nur mitgenommen. Ich hab sie gar nicht gesehen. Ich hab nur das Gefühl, er steuert mich. Nein, sie haben mich bloß nicht auf sich zukommen sehen und dann drehen sehen. Ist okay, und dann sind sie abgebogen aufs Land. Okay, aber das ist schon wieder unlogisch, minus. Wir wollten uns die schöne Landschaft anschauen. Hab ich ja ergeben. Was wird uns überhaupt vorgeworfen? Sie haben uns noch überhaupt gar nicht aufgeklärt. Worum geht es hier überhaupt? Dass hier, ihr, dass sie entführt hätte und sie haben uns die ganze Zeit geschrieben, dass sie in seiner Gewalt sind. Ja. Das war nicht bitte? Ich, das war derjenige, der mich in seiner Gewalt hat. Ich weiß nicht, wer es ist. Der hat versucht, mich zu befreien. Ich werde langsam wieder klar. Also aus meiner Erfahrung von Drogen und Sie haben so, ein ziemlich hohes Kopfgeld, dass ihr ziemlich viel Scheiße gemacht habt. Wahrlich, kein Thema. Legt noch was drauf. Mach ich auch. Aber das ist immer noch nicht die Antwort, warum wir uns direkt angehalten haben. Das war ein anderer. Gehen wir mal die unter Antwort uns ausmachen, ja, ne? Lassen Sie meinen Befreier in Ruhe. Bitte. Jetzt beruhigen Sie sich erstmal, dass Sie sich hintrinken, ein Schluck Wasser. Neuer, ne? Ich bin beruhigt. Ich bin sowas von ruhig. Zu beruhigt. Wollen Sie auch was von den Ruhigen haben? Warum schieben Sie mich jetzt durch die Gegend? Ich weiß immer noch nicht, was hier vorgeht. Deswegen schiebe ich Sie durch die Gegend. Gibt noch einen. Machen Sie keine Sorgen. So, haben wir. Ihre Waffe wird... Nein, die sind legal. Ja. Egal, ich hab einen Waffenschein dafür. Und ich hab nicht geschossen. Ganz egal mehr. Weil sie nur Scheiße machen. Ja, jetzt sind das doch der. Probieren Sie es mal auf der letzten Tour. Nicht immer die Leute irgendwelche Leute mitnehmen oder einigen werden. So, ich oder hab den da irgendwo aufgegabelt. Worum soll ich jetzt gehen? Weiter, so. Nee. Weiter nicht. Kannst du nicht. Das ist so eine Art Trappe, meine Waffe. Ja, wir nehmen die Waffe jetzt ab, dann müssen wir ihn abnehmen. Das ist Gewalt, das wollen wir nicht, ne? Wir gucken jetzt in den Hunter, gehen jetzt schon die Waffe jetzt in den Hunter rein, der Hunter wird geschlagen werden, wir nehmen sie mit bis zum Airfield, dann können sie das Fahrzeug wieder raushauen. Werde ich hier alleine gelassen? Oh mein Gott. Ich fühle mich so alleine. Wo ist mein Befreier? Ab jeder Fehler, aber... Mach das gleich wieder Holz, dann überlegen Sie, was wir machen, ne? Okay, oder so. Herr Sonki, Sie können aufstehen. Sie können aufstehen. Ich glaube, die Lage hat sich beruhigt. Okay. Sie haben völlige Pressefreiheit. Wo wir es uns anders überlegen. Dankeschön. Kollegen, muss mal, wo ist der Kollege? Wo ist hier die Marionette oder Puppe oder wie sie da auch immer nennen? Kommissar Dabi. Kommissar Dabi. Mein Name, Sir.
Genau. Nehmen Sie die Kollegen, diese Flüchtigen, bitte mit zum HQ, ja? Das ist mir hier zu gefährlich. Wieso wird eigentlich ein Ticket über 1000 Dollar ausgestellt? Weil sie jemanden auf. Die haben mich gar nicht aufgeklärt. Wir können, weil sie jemanden auf. Ich glaube, ich bin ins Gefängnis. Hallo, Sie müssen mir das dreimal ausstellen. Ja, ich hätte gerne möglich, dass Sie mich darüber aufklären. Ich glaube, das können wir im Hauptquartier machen. Sie müssen uns. Sie müssen jemanden darüber aufklären. Also klären Sie mich jetzt erstmal auf, ja? Ja, Sie haben raufgetan, Sie haben jemanden ausgeraubt, weißt du das, Ticket? Ich habe jemanden ausgeraubt, davon weiß ich gar nicht. Sie haben jemanden ausgeraubt, ja. Ob Sie nur 50 Cent geklaut haben oder sowas, Sie wurden auf jeden Fall angezeigt wegen Raub. Okay. Das ist mir nicht bewusst. Das echt halt nicht kosten? Kein hohes. Tausender alt war das, ist ein kleines Bußgeld. Ich kann Ihnen noch was drauflegen, wenn Sie das wollen. Ja, okay, Sie kriegen noch 500 von mir Trinkgeld. Was halten Sie davon? Aber nur, wenn ich auch noch was zu trinken kriege. Ich habe Ihnen was zu trinken gegeben, gerade eben erst. Ich habe auch nicht so viel dabei. Okay, dann hat mir aber, glaube ich, so 300 gefehlt. Dann habe ich Ihnen auch gegeben. Okay, dann habe ich das nicht ganz mitbekommen. Da war ich bestimmt wieder ein bisschen geistig abwesend. Okay, wir haben heute einen guten Tag. Sie können jetzt alle beide in das Fahrzeug wieder einsteigen und sich verziehen. Und sollten Sie nochmal Scheiße machen, dann ist der Hunter weg, dann sind Sie weg, okay? Also... Ja, danke sehr, aber ein bisschen freundlicher. Das Verziehen, das hört sich nicht so freundlich an. Nee. Ich dachte immer, die Cops sind hier freundlich. Ja, sind wir eigentlich auch immer. Aber wenn wir den Irrer sehen, dann nicht mehr. Hallo? Der kann doch nichts dafür, dass er irre ist. Der ist doch schon in psychiatrischer Behandlung. Und es hat sich doch schon gedacht. Ja, du musst mal die psychiatrische Behandlung. Aber wir wünschen Ihnen eine gute Fahrt, ne? Und Ihr Fahrzeug ist, glaube ich, kaputt, da Sie ein bisschen langsamer geworden sind, weil Sie da in einen Steinhaufen reingerammt sind. Haben Sie eventuell noch ein Repair-Kit bei sich? Habe ich den Herrn Dörrer schon in den Rucksack getan. Ah, sind Drogen illegal? Darf ich Ihnen noch eins abkaufen? Natürlich nicht. Aber wenn Sie welche haben, ja, dann kommen Sie ans Haku, da kaufen wir welche. Nee, weil... egal. Einer von den Officers, darf ich Ihnen noch ein Repair-Kit abkaufen? Ich habe nur noch eins, brauche ich selber für mein Fahrzeug. Also ist nicht meins. Aber muss trotzdem repariert werden. Hat denn sonst noch jemand eins übrig? Ich würde dafür auf 500 geben, so kostet es nur 250. Okay, so, ich würde jetzt raten, ganz schnell in den Hunter zu steigen und abzuhauen. Lass mich mal durchsuchen, der Drogen dabei. Bevor wir uns das anders überlegen hier. Nein. Lass uns schnell abhauen. Donkey, bitte einsteigen. Okay. Es wurde mir hier schon zu gefährlich, ja. Viel zu gefährlich. Gute Flugeinlage war das. Ja, läuft. Ja, war sehr gut. Und geiles Roleplay, muss man sagen, ne? War lustig, ja. Und die Leute gleich mal einen Eindruck gekriegt, wie wirklich das Roleplay funktioniert. Ja, das gibt's öfter. Manchmal gut, manchmal schlecht. War in Ordnung. Denke ich auch. War lustig. Nur von der Polizeiseite her war das für mich nicht in Ordnung. Inwiefern? Oder ist das jetzt interner? Ja, ist interner, kann ich ruhig sagen, weil ich sag mal, die Leute waren keine, ja, wie soll ich sagen, Ersttäter, ja? Wiederholungstäter. Und da muss man aufpassen, dass dich nicht irgendwie ein anderer Sniper wegholt oder so von denen. Deswegen hätte ich die einfach eingesackt und zum HQ gebracht und dann das da geklärt. Aber ich stand da ziemlich lange. Okay. Ja, da musst du ein bisschen aufpassen. Weil auf einmal kommt irgendwoher ein Schuss, ja? Und dann hast du die Arschkarte. Also gibt's da auf jeden Fall noch eine kleine Nachbesprechung. Oh ja. Ja, wir wollen ja dahin mit den Leuten, ja? Oh Gott, Alter.
Das war gut geflogen. Ich hab's leider nicht im Bild gehabt, der war leider irgendwie ein Stück out of Bild. Ja, wir machen mit den Polizeileuten auch Koop-Missionen. So dass sie wissen, was sie zu tun haben. Okay. Jetzt ist alles nicht so einfach, ja, aber funktioniert. Ich sag jetzt mal von meiner Seite her, das war so Erfahrung, weißt du? Mhm. Du nimmst die Leute da fest und wenn du die Leute hast, ja, am besten direkt erstmal zum Hauptquartier und da befragen, weil sonst kommen wieder irgendwelche andere Leute, ja, die in den Clan sind oder die verbündet sind und dann kriegst du auf einmal irgendeinen Schuss ab. Ja, und dann geht's los. Das stimmt. Okay, ich würde sagen, wir schalten uns aus der Folge auch wieder raus. Das war auf jeden Fall eine super Aktion mit ganz viel Roleplay. Und würde sagen, mal schauen, was die nächste Folge und die nächste Zeit so bringt. In diesem Sinne, schönen Tag noch, viel Spaß. Bis dann, euer Sonki, see you und bye. Sagt tschüss, Dr. Domba. Ach so, tschüss, macht's gut. Bis zum nächsten Mal, ciao.